Hallo Leute, Andy Gamer und It's Danny melden sich zurück mit einem neuen Together-Part. Diesmal aber von Mario Kart 8. Stimmt's jetzt, Danny? Nee, Ja, bist du lustig. es ist GTA. Ja, genau. Okay, wir machen Versus-Rennen. Und du musst A drücken zum Mitspielen. Und du musst auch so fahren. Du fährst du mit Ja. Steuerkreuz längs und mit 2 gibst du Gas und Ich mit will nicht 1, glaube Mario ich, wirfst du sein. Items. Ja, dann drück B. Oder 1. Und da musst du deinen Main-Charakter auswählen, wenn du irgendeinen willst. Nimm irgendeinen, den du cool findest. Ich nehme immer den da. Er nimmt Link, oder? Ich such dir einfach irgendeinen coolen Charakter aus von den Leuten. Da sind ja viele dabei. Okay, viel Spaß. Und jetzt kannst du noch aussuchen, Karts oder Bikes. Es gibt auch welche, die scharf driften. Das heißt, die driften schneller um die Kurve. Es gibt auch normale Bikes und Karts halt. Die fahren halt ein bisschen. Da brauchen halt ein bisschen länger, um in die Kurve zu kommen. Aber haben dafür halt, keine Ahnung, was haben die nicht besser? Bessere Haftung, glaube ich. Man kann hier die Stats einsehen. Sind das für Reifenunterschiede hier? Ja, du kannst die Stats einsehen mit, ich glaube, Plus. Dann kannst du sehen, was so alles ist. Tempo ist, wie schnell du fahren kannst, Beschleunigung, wie schnell du, wenn du von was getroffen bist, wieder losfahren kannst. Gewicht halt, wie gut du andere wegstoßen kannst. Handling, wie gut du halt driften und so fahren kannst mit dem Teil. Und Haftung, glaube ich, wie leicht du auf der Strecke bleibst oder ob du gut drauf bleibst oder so. Ich habe wenig Haftung mit meiner Kombination, aber ich finde die immer so ganz gut. Ich fahre die auch im Online-Spiel. Der sah schon ziemlich gut aus. Ha, geil. Okay, ohne Teams oder machen wir alle Items oder machen wir sie furios, dass viel crazier wird. Ja, mach los. Okay, 150, 200 ist ein bisschen schnell, glaube ich, da würdest du nicht Ja. mitkommen. Welches leicht, normal oder schwer? Mach leicht. Okay, von mir aus. Alle Fahrzeuge, Strecken Ja. auswählen oder zufällig? Ne, wählen wir sie aus. Und machen wir so 5 Rennen. Ja, wobei machen wir 4 Rennen. 5 ist ein bisschen lang. Welche Strecke nehmen wir? Was du gestern gefahren bist, Okay. oder? Nehmen wir Wilder Rückfleck. Die kennt er schon so ein bisschen von meinen Die kann Videos. ich eigentlich von, wenn der dann abspringt auf in diese Luft, dann tut er von selber einen Fallschirm öffnen, oder wie? Ja, macht er von selber. Aber ich glaube, doch in der Strecke gibt es sogar Fallschirmstelle. Wo geht mein Gas? Ja, du hast keine Hoffnung. Auf Zwei, 2. gell? Ja. Ich fahre halt immer mit Gamepad, ich weiß es selber nicht so gut. Krasses Motorrad hast du. Ja, ich weiß. Hey, du hast ja meins gegeiert. Du hast das gleiche genommen, Alter. Ich weiß auch nicht, ob du in Schachdriften Bikes umgehen Aber kannst. Du hast fehlstark gemacht, du hast zu lange ich auf 2 wusste ja nicht, gehabt. dass man noch das gibt. Alter. Wie kann ich die Items auslösen? Mit 1, glaube ich, bei dir. Ich spiele das Zeug, wie gesagt, Was nie. ist denn das da? Es ist eine Boomerang-Blume, die kannst du nach vorne und hinten werfen. Nach hinten musst du aber mit dem Knüppel nach hinten drücken oder mit Steuerkreuz. Nee, ich glaube, mit B wirfst du. Probier einfach. Okay. Das wird jetzt lustig, dass du es das blind probierst. Alter, ich muss mich eigentlich auf mein Rennen konzentrieren, aber es macht zu sehr Mein Spaß, dir cooler zuzuschauen. Fallschirm, guck. Ja. Oh, du bist lustig, Alter. Hast du dann Aber. vor, regelmäßiger Videos zu machen? Also Togethers? Ja, können wir schon machen, so Münzen. Nice. Ja, Münzen, damit wirst du schneller und ja, sonst bringen sie eigentlich nichts. Mit denen bist du nur ein bisschen schneller. Es ist aber nicht viel. Das merkt man jetzt nicht Diese coole wirklich. Blume jetzt weg. Ja, du musst sie werfen. Du musst die Taste einfach rausfinden mit der. Ja, sie mit der So. wirfst du. Ich spiele nie diese Familie. Ich kann dir leider keine Anleitung geben. Wir hätten zwar Test machen können, aber es ist doch blind viel lustiger. Also links für übrigens ich. Ja, genau. Also ihr wisst ja alle schon von den normalen Online-Parts, dass ich diesen Villager-Bewohner fahre. Also ist er das rechts. Er hat eine Kanone, er hat voll Glück, Alter. Wir hätten die Computer auf schwer stellen müssen, das wäre lustig Dieser gewesen. Armseligkeitsbonus. Ja. Okay. Ja. Oh Gott, das ist so lustig, dir zuzuschauen beim Rennfahren. Ah, und ja, bei Blitz ist so, dass immer der erste Platz am längsten klein ist, aber ich glaube, das wisst ihr eh. Ich war ja auch was ein bisschen behindert, oder? Ja, ich fahre ja auch nie mit Wii-Fernbedienung. Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, aber. Schau, er hat schon wieder Kanonen in dieser Lacker. Was ist mit ihm? Wieso als Ja, gut, wir Ninja? haben furiose Items eingestellt, stimmt, da kommen immer krassere Items. Das hat er doch nur gemacht, damit er krasse Items kriegt, ne? Oh ne, jetzt kommt der blaue Panzer. Fuck. Und wieder in der letzten Runde hier irgendwo. Wie bei dem Egal. Info-Video. Boah, Alter, man merkt schon echt, dass die Items furios sind. So oft wie da Blitze und blaue Panzer kommen.
Okay, also ich bin Erster. Es dürfte nicht so schwer sein, weil ich spiele Spiel schon viel länger als du. Und was kriegst du für ein Item? Wenn du Item-Taste drückst, kriegst du schneller, gell? Er kriegt schon wieder eine Kanone, was ist das? Jetzt wird er doch voll unverdient Sechster. Oder vielleicht sogar Fünfter, nee. Ey, unverdient. Das ist das drei ist Kanonen, unverdient. Alter. Ja. Voll lame eigentlich. Na, hätten wir vielleicht zufällig machen sollen, die Strecken. Oder such du einfach eine aus. Oder soll ich irgendwelche nehmen? Naja, irgendwie irgendwas. Ja, such du aus. Also, was nimmst du? Er macht's mit dem Flugzeug oder was, aber. Ach so, ah, oh, die Strecke mag irgendwie fast jeder. Das ist eine der beliebtesten Strecken in Mario Kart 8 und ich finde die eher nicht so toll, aber. Naja, Meinungsverschiedenheit. Aber da fliegt man einmal so episch dann so runter so zum Flughafen runter und wenn man Glück hat, dann fliegt das Flugzeug genau über einem drüber. Das kann schon ganz cool aussehen. Aber es passiert nicht immer, muss man Glück haben. Und der Flughafen ist auch an Mario Sunshine angelehnt. Klar, jetzt Danny wird jetzt nicht wissen, was Mario Sunshine ist, weil er PlayStation zwar besser war. Mario Sunshine ist ein 3D-Jump-Run, dass du es weißt. Mhm. Ach, fuck, jetzt hab ich es nicht gesehen. Nein, der ist viel zu spät. Und das ist halt dann irgendwie angelehnt, weil da steht auch Sunshine Airport und so ein Zeug. Das ist ein Flugzeug gewesen. Ja, schau, ich bin jetzt unter dem Flugzeug da. Und jetzt fliege ich an ihm vorbei so. Also weil ich ein bisschen schneller fliege wie das Flugzeug. Ist zwar ein bisschen unrealistisch, aber okay. Und das Coole ist halt hier, wenn man runterfliegt, da kann es dann sein, dass man beim Flugzeug entgegenfliegt und du bist gerade sogar Zweiter. Die Strecke ist wohl nicht so schwer, gell? Ja, schon. Ja, es geht noch besser, da ist man dann noch näher dran, wenn man es besser timet. Die Computer sind jetzt wahrscheinlich genau unter dem Ding durchgeflogen. Ist eigentlich richtig cool gemacht. Und die Grafik ist halt auch viel besser wie bei der Wii. Und das merkst du ja selber. Ja, der Sinn des Bloopers. Aber du schlägst dich gerade ganz gut. Vielleicht bist du sogar Zweiter, das wäre cool. Wenn ein blauer Panzer kommt, werde ich geowned. Du nicht, außer du stehst. Er kriegt auf dem zweiten Platz eine Kugel, wenn du willst mich eigentlich verarschen. Nice. Auf den zweiten Platz, das ist doch voll beschiss. Aber der hinter dir hat auch einen. Das ist der. Ich nenne den Part vielleicht. Digga, in der. Ja, das ist bitter, gell? Im Flug soll ein Scheißring in die Fresse. Das ist bitter. Ich nenne den Part dann It's Danny hat zu viel Luck Part, so ungefähr. Dann kriegt die ganze Zeit Kugel Willis. Aber du bist immer noch Zweiter. Ja gut, wir haben sie auch auf leicht gestellt. Normal hätte dir nicht geschadet. Ist nämlich gar nicht so schwer normal. Und kommst du eigentlich mit dem Schaftdriften bei klar? Das Ding ist halt, du weißt noch nicht, wie man driftet, so wie ich jetzt zum Beispiel hier gerade mache. Da kommt dann so Funk und da kriegst du auch Turbo-Boosts und so ein Zeug. Wenn man das halt dann kann, dann ist es natürlich noch besser. Oder Stunts, wenn man so abspringt. So, hier kannst du so einen Stunt machen, wenn du die Drift-Taste drückst, einmal kurz. Aber die Drift-Taste bei dir könnte B sein, hinten da. Das könnte, ja genau. Das, jetzt, du musst einfach hier mal drücken, wenn du abspringst, B. Digga, schau. Ja genau, jetzt bist du eh bestimmt oder durchgeflogen. Er kriegt sogar einen Stern auf der 2. Jetzt ist er vor allem unverwundbar, ey. Nee. Und du kannst auch durch Gras fahren, gell? Wenn du Stern hast, kannst du durch Gras und alles durchfahren, dann wirst du nicht langsamer. Ich weiß. Das weißt du. Guck, Zweiter. Naja. Vielleicht wirst du sogar Zweiter von insgesamt jetzt, wenn du immer Zweiter wirst. Nehmen wir mal die schwerste Strecke. Nee, sind mal fair. Sag mal, auf was hast du Bock? Eher so eine Landschaft oder eher so eine Stadion- oder mechanische Strecke? Mach mal diese Disco. Das war mir so klar. Das war mir so klar. Das Discodrom ist auch eine der gehyptesten Strecken, weil da also Mucke läuft. Die ist jetzt zwar nicht die beste Mucke, aber. Ja, immerhin. Ja, die meisten feiern sie, dieses Discodrom. Naja, wie gesagt. Aber drück dann bei den Stunts einfach B da hinten. Ja, wenn du abspringst, genau, weil dann kriegst du so einen Turbo-Boost in der Luft. Motorrad ist cooler. Ja, das ist ja auch so viel anders. Ja, du hast andere Reifen, langsamere. Du hast nicht B gedrückt, oder? Ich vergesse. Ja, es gibt ja halt nur einen kleinen Boost. Oder halt auch um die Kurven driften. Du musst dann einfach mit dem
Steuerkreuz mitlenken, so nach rechts oder links. Und dann kannst du gut um die Kurven, während du B gedrückt hältst, driften. Ja, genau so. Und dann kriegst du dann auch einen Boost, wenn es dann so blau oder so ist. Schau, siehst du? Das ist eigentlich ganz gut, wenn man driften kann. Oh ja, ich hab die Hupe. Mit dem Item, das ist neu hier in Mario Kart 8, kennst du noch nicht. Mit dem Item kannst du sogar den blauen Panzer abwehren. Das ist das einzige Item, wo du mit dem blauen Panzer abwehren kannst, außer natürlich das Stern oder... Timest es so perfekt, dass du mit die... Egal. Das ist mal eine Bombe. Oder du timest es so perfekt, dass du mit die Pilze vor dem blauen Panzer fließt. Und der kriegt schon wieder eine Kanone. Alter! Ich nenne das jetzt echt den Kanonenpart, Alter. Ja, und das Blutweg weggehauen. Ich hab ja schon einen Regenschirm da. Ja, wo hast du den genommen? Findest du... Oh nee, ich bin in den Abgrund gefallen, was für ein Kacknu-Fehler. Mann. Ich hab's auf eine Banane gefahren. Oh, Ludwig kommt in hier. Ja, Ludwig nimmt Rache an dir. Oh, er hat Stern, pass auf. Digga, wie viele Sachen sind denn da? Die sind aber nicht von mir, ich fahr jetzt schon die zweite Runde mit der Hupe nur rum. Oh ne, ich will sie nicht für einen roten opfern. Ich will, dass ein blauer kommt und ich ihn damit ownen kann. Geht ja schön. Ja, danke, hast du den Blooper gemacht? Ja. Mann, jetzt wollte ich so eine andere Piste. Aber versuch trotzdem mal bei dem Fliegen dann so kurz die Taste zu drücken, die richtigen Zeilen, die B, also die Drift-Taste. Alles wie gerade. Ja, diese, wo du auch driftest, B eben, ja. Die da. Die musst du dann kurz bevor du abspringst drücken. Weil dann machst du so einen Stunt. Dieses, ja. Und dann kriegst du einen Boost auch. Das sind halt alles so Perfektions-, so kleine Sachen, die einem dann immer ein bisschen Boost geben und dann bist du halt ein bisschen besser dran. So, aber bleibt ein blauer Panzer, ich will ihn zerstören. Natürlich kommen die blauen Panzer dann nicht. Nur weil sie Angst vor der Hupe haben. Was kriegst du jetzt? Ein Goldpilz. Mit dem kannst du gut abkürzen um Sachen. Oh, ein Blitz. Wetten, jetzt kommt ein blauer. Ja, scheinbar doch nicht. Aber die Kanone holt mich fast ein. Alter, warum fahren die alle immer Kanonen? Ah, diesmal, na, fahr da links durch. Na, wobei, der Stern geht aus. Lass lieber. Musst du immer an der Musik abschätzen. Achter, nice. Nur weil es Mario Kart 8 ist, heißt nicht, dass Achter der beste Platz ist. Jetzt bist du nur noch Fünfter. Egal. Ich glaube, das wird nichts mit Silberpokal, oder? Gold wird noch. Ja, genau. Ich bin bisher immer Erster geworden. Warum willst du dann Gold kriegen? Ich gehör dich. Ja. Nehmen wir Yoshi Tower. Yoshi! Hier gibt's viele Wege. Es kann ein bisschen verwirrend sein für dich vielleicht. Aber nimm nicht den Kanonenweg. Das ist der, der am längsten braucht. Okay. Der beste ist der, wo so eine kleine, schmale Brücke war. Ist halt nicht ganz so leicht drüber zu kommen. Okay. Jetzt macht er noch Werbung für diesen scheiß okay. Typi. Super Start übrigens, falls du. Ach, ich hab Fehlstart. Ja, also. Guck mal, da zieh ich dir davon. Naja, nee, also ich schon. Aber nicht lange. Vielleicht krieg ich ein Item, um mich dich zu hauen. Na, okay, du fährst andere Route. Wie gesagt, das ist ein bisschen verwirrend. Aber es führt am Ende alles zum Ziel, außer du machst einen Rückwärtsgang plötzlich. Siehst du schon, wenn ich erster. Nee, jetzt kommt eine rote, oder? Jetzt kann er mich gleich einholen. Siehst du, da vorne bin ich. Mit dem coolen Item. Nein, ich wollte dich abschmeißen. Wie, jetzt kommt eine rote. Ah, okay, das ist keine rote. Gut. Wie gesagt, driften muss gut sein, weil schau, wie ich jetzt davon ziehe. Deswegen versuche immer zu driften. Nein, ich krieg nur eine Münze. Mann, wenn der jetzt eine rote oder so kriegt, kann er mich abschießen, Alter. Oh fuck, jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Und der ja, hat dich geohnt, ja. Kanone aus! Zwei Kanonen sind jetzt an mir vorbei gerade. Echt? Alter, jetzt ist. Looper! Ich sehe nichts. Okay. Nein, der blaue kommt, scheiße. Jetzt kannst du mich vielleicht einholen. Hey, lol, der blaue ist an mir vorbeigefahren. Schon mal, der ist an mir vorbeigefahren. Was ist denn das für ein Fail? Lol. Alles klar. Warum fährt er an mir? Ich krieg einen Blitz in die Fresse und dann fahre ich in mein eigenes Dings, weil es das runtergefallen. Ja, das passiert öfters, wenn du so einen Panzer oder so hinten dran hast oder eine Banane, dass sie dann vor dich fällt und du reinfährst. Das nervt natürlich. Aber warum fährt der Blaue an mir vorbei? Ist ja voll lol. Alter, geil.
passiert auch nicht oft, aber eben weil er einen anderen Weg gefahren ist, vielleicht war das mein Vorteil. So, ich schieße jetzt mal ganz dreckig die Grünen hinter, vielleicht trifft dich einer. Natürlich nicht. Alter, geilster Fail der Welt. Blauer Panzer trifft mich nicht. Jetzt hat er eine Kanone auf der 2. Gummi! Lass es! Bleib weg! Okay, du bist ein bisschen weg, das ist gut. Aber du holst auf. Wenn jetzt nochmal ein Blauer kommt und der mich diesmal amnisiert, dann... nicht so gut. Ja, vielleicht trifft dich noch den Grünen. Nee, du bist zu langsam. Oder du kriegst 3 Rote, das wäre jetzt auch bitter, dann kannst du mich voll zerstören. Allerdings habe ich einen ganz guten Abstand. Na, kannst du aber die Wiese abkürzen mit dem Zeug. Da links bei die Bäume. Ja, ist ein bisschen schwer, gell? Aber du bist Zweiter. Ja, immerhin, Alter. Mhm. Und die sind leicht, gell? Egal. Und du bist aber insgesamt, hast du gleich keinen Pokal gekriegt. Das war jetzt das letzte Rennen. Oh. Oh, get wrecked. Ich glaube, Vierter wurdest du oder so. Ja, eins kommt dann noch. Nee, ist ja das letzte. Achso. Du wurdest. Ja, sogar nur Fünfter. Bruh. Ja, schade, ich habe den Goldpokal eingeheimst. Aber es ist ja auch nicht schwer gegen Leichte. Wir können ja mal als Test dann mal eine 32-C-Runde machen. Ja, im nächsten Video dann. Ja. Also. Noch abschließende Worte, Danny? Oder Dennis, besser gesagt. Ich heiße Marvin. Ich würde es am liebsten rauscutten aus dem Video, Alter, aber egal. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Ihr könnt auch einen Daumen hoch da lassen, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Sag auch ciao. Ciao. Ja, bist du lächerlich.